Hallo, Juri Boyka, der legendäre Champion der Gefängnis-MMA-Kämpfe, beschließt, in den Ring zurückzukehren. Die Beinverletzung beeinträchtigt ihn immer noch, aber Boyka will unbedingt den internationalen Titel gewinnen. Nachdem er den Kampf im Black Hills-Gefängnis gewonnen hat, nimmt der Kämpfer an dem internationalen Wettbewerb teil. Es stellt sich jedoch heraus, dass das Turnier manipuliert ist und der Sieger im Voraus bestimmt wird. Trotzdem ist Boyka bereit, alles zu tun, um zu beweisen, dass er der unangefochtene Champion ist. Die Handlung spielt sich im russischen Hochsicherheitsgefängnis Black Hills ab. Hier werden blutige Untergrund-MMA-Meisterschaften zwischen den Gefangenen ausgetragen. Die illegalen Kämpfe werden von Gaga geleitet, einer kriminellen Autorität, die auf die Champions wettet und stattliche Gewinne erzielt. Ein weiterer Kampf wird von Gagas bestem Kämpfer Wladimir gewonnen, dessen unmenschliche Stärke der Ganove mit dem Gefängnisdirektor erörtert, während er gleichzeitig einem Assistenten Geld gibt, um ihm das Mittagessen zu bringen. Der ungeschickte Typ lässt das Geld fallen und das Trio wird von einem unordentlichen, hinkenden Häftling gerufen, der die Böden wischt. Gaga bietet ihm barmherzig an, das Geld zu behalten, erhält aber eine verächtliche Ablehnung. Die Putzkraft entpuppt sich als der legendäre Boxer Juri Boyka, der sich immer noch nicht von der schweren Knieverletzung erholt hat, die er sich bei seinem letzten Kampf zugezogen hat. Inzwischen ist er zu einem stillen Einsiedler geworden, der mindestens weitere 15 Jahre lang im Gefängnis verbringen wird. Sein letztes Gnadengesuch wurde erneut abgelehnt. In seiner Zelle trainiert Boyka sein geschwächtes Bein mit Hilfe von Reinigungsgeräten und motiviert sich mit Erinnerungen an seinen früheren Ruhm. Der vergessene Champion wird von Gaga besucht, für den Boyka einst eine Menge Geld verdiente. Der Mann bringt seinen Respekt für den Kämpfer zum Ausdruck und bietet ihm Hilfe und bessere Lebensbedingungen an. Eine neue Zelle und einen Job in der Gefängnisbibliothek. Der ehemalige Champion lehnt diese Privilegien jedoch ab und bittet um die Möglichkeit, wieder an Meisterschaften teilnehmen zu können. Gaga ist jedoch der Meinung, dass Boyka nicht einmal in der Lage sein wird, gegen den amtierenden Meister Sykov anzutreten, geschweige denn an internationalen Turnieren teilzunehmen. Also muss er ablehnen. Ein weiterer Kampf in den Black Hills. Wladimir Sykov verpasst seinem Gegner eine ordentliche Tracht Prügel. Währenddessen wird seine Kampftechnik von dem schweigsamen Einsiedler genau studiert, der sein verletztes Bein in der Zelle weiter trainiert. Er ist besessen davon, in naher Zukunft bei der nächsten Meisterschaft wieder in den Ring zu steigen und rasiert sich entschlossen sein gewachsenes Haar ab. Der Tag des Wettbewerbs ist gekommen. Diesmal erhält der Gewinner nicht nur den Titel des Champions des Hochsicherheitsgefängnisses Black Hills, sondern darf auch im ersten internationalen Turnier um seine Freiheit kämpfen. Boyka will sich diese Chance nicht entgehen lassen, steigt in den Ring und fordert den endgültigen Sieger Wladimir Sykov heraus, indem er ihn mit Wasser aus einem Eimer übergießt. Die Wachen wollen ihn abführen, aber der Boss Gaga, der glaubt, dass Boyka es nicht lebend aus dem Ring schaffen wird, trifft eine andere Entscheidung. Entgegen den Erwartungen des Chefs entpuppt sich Boyka als sehr gut in Form. Und der unangefochtene Champion mit dem Zopf wird in weniger als einer Minute bewusstlos aus dem Ring geprügelt, während das Publikum hinter den Gittern den neuen Champion des Gefängnisses bejubelt. Boyka reist nach Georgien. An der Grenze wird er einer Eskorte übergeben und in das Hochsicherheitsgefängnis Gorgon gebracht. Den Kämpfern folgen ihre Gönner, internationale Verbrecherbosse, darunter Gaga, der immer noch keine großen Hoffnungen in seinen Herausforderer setzt. Der Gefängnisdirektor des georgischen Gefängnisses, Direktor Kuss, stellt die Häftlinge auf, die für das internationale Turnier angereist sind. Alle Teilnehmer verhalten sich unterwürfig, mit Ausnahme des Amerikaners Turbo, eines arroganten Emporkömmlings, der sich sicher ist, dass er gewinnen und direkt aus dem Hochsicherheitsgefängnis Gorgon nach Hause gehen wird. Im Hotel empfängt der angesehene und einflussreiche Chef des georgischen Verbrechersyndikats, Herr Rizzo, die Ankömmlinge zu einem schicken Abendessen. Am nächsten Tag erklärt der Gefängnisdirektor den Kämpfern, dass sie jeden Tag eine Stunde Zeit haben, um zu trainieren. Doch davor gibt es ein obligatorisches Aufwärmen und die gefesselten Kriminellen werden zu einem Steinbruch in den Bergen gebracht, um dort Strafarbeit zu leisten. Der arrogante Turbo protestiert natürlich dagegen, dass er den Vorschlaghammer schwingen muss, während Raoul, ein Kolumbianer, sich aus irgendeinem Grund auf einer Chaiselongue ausruht.
und als er Boykas verärgerten Blick bemerkt, stürzt er sich auf den Mann. Die Wachen halten ihn sofort auf. Später treffen sich die Kontrahenten beim Training vor ihrem ersten Kampf, wo Turbo Boyka weiter provoziert, aber keine Reaktion von dem kaltblütigen Mann erhält. Während die neu angekommenen Kämpfer hart trainieren, kümmert sich der kolumbianische Meister Raul nicht darum. Er erhält von seinem Chef eine Metallbox mit Dopingmitteln, die er später injiziert und seine Gegner beim Sparring mühelos in die Ringecken vertreibt. Die Qualifikationsrunde der Survival-Meisterschaft beginnt. Im ersten von vier anstehenden Kämpfen prügelt der zähe Brasilianer den Griechen zu Brei. Dann wirft Turbo den Kroaten aus der Meisterschaft. Boyka tritt als nächstes gegen den Franzosen an. Gaga beobachtet ihn skeptisch und erwartet, dass er seinen ersten Kampf verlieren wird. Der Kampf ist lange Zeit ausgeglichen und die Spannung steigt. Doch schon bald ist der ganze Ring von Boykas gnadenlosen Schlägen blutverschmiert. Doch der Franzose rappelt sich immer wieder auf und geht mit neuer Kraft zum Angriff über. Boykas Vorteil wird jedoch erneut deutlich, und er vernichtet seinen erschöpften Gegner schließlich mit einem kräftigen Tritt in die Brust. Doch auch Boyka verlässt den Ring humpelnd auf einem Bein. Der Letzte, der den Ring betritt, ist der Favorit der Meisterschaft, Raul, der den Spitznamen Dolor trägt, was Schmerz bedeutet. Ein schneller Kämpfer aus Nordkorea. Raul macht aus dem Kampf ein echtes Spektakel, indem er seinen Gegner zur Belustigung des Publikums brutal quält, bis der Asiate schließlich stark blutend das Bewusstsein verliert. Am Ende der ersten Runde nähert sich Aufseher Kuss den besiegten Kämpfern. Die Gefangenen werden abgeführt und den Wachen übergeben, aber in Wirklichkeit werden die Kriminellen, die verlieren, hingerichtet. Für die Überlebenden geht der Kampf weiter. Ebenso wie die Arbeit im Steinbruch, wo Turbo Boyka erneut provoziert. Als er seine Schwäche während des Kampfes bemerkt, schlägt der Amerikaner ihn auf das verletzte Knie und provoziert ihn durch ständige Beleidigungen, was Boyka schließlich so sehr verärgert, dass er ihm einen Schlag gegen den Kiefer versetzt. Er ist begierig auf einen Kampf und schlägt fröhlich zurück. Beide werden bestraft, weil sie einen Kampf begonnen haben und in die Grube geschickt. Ein kaltes, stinkendes Loch, in dem sie nicht richtig atmen können. Selbst dort, durch die Gitterstäbe der Metalltür, belästigt der ruhelose Turbo Boyka weiterhin. Nach einer Nacht in der Grube kommen die Bosse zu ihren Kämpfern und erfahren, dass sie zusammen mit den anderen Gefangenen zum Hackenschwingen in die Justizvollzugsanstalt gebracht werden, was nicht Teil ihrer Vereinbarung war. Als sie dies erfahren, stürmen die wütenden Gaga und Farnati in das Büro des Gefängnisdirektors, wo Direktor Kuss sie mit einem stählernen, gleichgültigen Blick empfängt und die Gangster auf Herrn Rizzo verweist, der hinter ihnen steht. Rizzo erklärt den naiven Männern, dass das Turnier manipuliert ist. Die anderen Kämpfer schuften sich im Steinbruch ab, weil sie zwangsläufig verlieren werden. Rizzo hat sein ganzes Geld auf den kolumbianischen Favoriten Raul gesetzt. Er gießt Whisky in Gläser und rät den Gangstern, mehr Geld zu besorgen und dasselbe zu tun. Die Kämpfer werden weiterhin im Steinbruch geschunden. Mit der gleichen Kette gefesselt, beginnen Boyka und Turbo erneut zu kämpfen. Doch nach einer Nacht in der Grube hat sich der Eifer der beiden gelegt. Statt ihre Energie im Kampf zu verschwenden, arbeiten sie zusammen, um ihre Körper nicht zu erschöpfen, während der große Kolumbianer sich eine weitere Dosis Doping injiziert. Ihre gemeinsamen Bemühungen helfen Turbo und Boyka, sich endlich zu versöhnen. Während sie schwere Steine schleppen, besprechen die Partner, was ihre Chefs bereits wissen. Das Turnier ist manipuliert und niemand außer dem Kolumbianer ist dazu bestimmt, als Sieger hervorzugehen. Außerdem wird dem Russen klar, dass sie hier nicht nur um einen Sieg im Ring, sondern auch um ihr Leben außerhalb der Mauern von Gorgon kämpfen müssen. Deshalb geht Boyka auch nach der anstrengenden Arbeit zum Training und der gesprächige Turbo tut es ihm gleich. Gaga und Farnati sammeln derweil ihr ganzes Geld, um auf den Kolumbianer zu wetten. Boyka und Turbo werden vom Aufseher genau beobachtet und damit der Gewinn von Herrn Rizzo nicht vereitelt wird, werden beide ohne Mittagessen zur Arbeit geschickt. Doch die unbeugsamen Männer sind nicht bereit, aufzugeben. We can say this is work, or we can say this is training. Und während sie mitzählen, schwingen Turbo und Boyka nicht nur die Hacke, sondern machen auch Liegestütze, gehen in die Hocke und werfen vor den Augen der verwirrten Wachen und Gefangenen mit Steinen um sich.
Die Anstrengung fordert ihren Tribut von der alten Verletzung des Russen und sein Knie macht sich wieder bemerkbar. Turbo, der das bemerkt, pflückt und gibt ihm ein paar Bergblumen. Wenn man Öl aus ihnen presst und das Bein damit einschmiert, soll es die Schmerzen lindern. Der Tag des Turnier-Halbfinales. Im ersten Kampf tritt Boyka gegen den Brasilianer an. Gaga, der bereits auf den Kolumbianer gesetzt hat, lässt sich nichts anmerken und unterstützt seinen Kämpfer mit seiner typischen Geste. Boyka schlägt wütend auf seinen Gegner ein, aber der Schmerz in seinem Bein überwältigt ihn. Der Kolumbianer Raúl bemerkt sofort die Schwäche des Russen und zieht ins Finale ein, indem er den Brasilianer in einen siegreichen Würgegriff nimmt. Nach diesem Kampf wirkt der zuvor zurückhaltende Mr. Rizzo besorgt. In der Annahme, Turbo sei ein ebenso guter Kämpfer wie Boyka, befiehlt er dem Aufseher, den Amerikaner vor seinem nächsten Kampf zu neutralisieren. Direktor Kuss gibt den Befehl an die Wärter weiter und diese schlagen den Gefangenen brutal zusammen. Im verletzten Zustand wird er in seiner Zelle von Boyka gefunden, dem Turbo sagt, dass er auf jeden Fall in den Ring steigen wird. Boyka trainiert weiterhin hart, als der Kolumbianer sich an ihn heranschleicht. Raúl erzählt ihm, dass er von der Vergangenheit des russischen Kämpfers, dem ehemaligen König der Gefängniskämpfe, und seiner Niederlage vor langer Zeit gehört hat. Schließlich deutet der Kolumbianer an, dass Boykas amerikanischer Freund nicht mehr lange zu leben hat. Nach Beendigung seines Trainings geht Boyka zu Turbo. Aber der ist nicht in seiner Zelle. Der Russe findet seinen erschöpften Freund am Boxsack, von wo aus beide zur Zwangsarbeit zurückgeschickt werden. Boyka erkennt, dass sein Kamerad den Kampf nicht überleben wird und versucht, ihn im Steinbruch zu überreden, in den Wald zu fliehen. Boyka bietet an, die Ketten zu sprengen, aber Turbo hält es für eine Frage der Ehre, bis zum Ende zu kämpfen. Selbst wenn er verliert, ist er bereit, in sein Gefängnis zurückzukehren. Ein alter Wasserträger, der sie hört, mischt sich in das Gespräch ein. Turbo erkennt seine Lage und geht auf Boykas Angebot ein. Während der Wärter weg ist, versuchen sie, die Ketten zu sprengen. Aber der Vorschlaghammer versagt und zerbricht. Und der Wärter, der bemerkt, was passiert, schlägt Alarm. Die Partner müssen sich auf einen Nahkampf einlassen. Und Boyka schaltet die Angreifer mit Leichtigkeit aus, während die anderen versuchen, seinen erschöpften Freund mit Knüppeln zu schlagen. Boyka gelingt es, die Schlüssel an sich zu nehmen und Turbo die Fesseln abzunehmen. Mit Hilfe der anderen Gefangenen erklimmt der Amerikaner den Hügel und entkommt, während der Anstifter mit einem Stockschlag auf den Kopf außer Gefecht gesetzt wird. Boyka kommt in seiner Gefängniszelle zu sich. Direktor Kuss und Herr Rizzo beugen sich über ihn. Der Boxer verlangt, mit Gaga zu sprechen, der bereits anwesend ist, und erzählt Boyka gleichgültig, dass er eine neue Wette auf den Kolumbianer abgeschlossen hat, gegen den sein Schützling im Finale kämpfen wird. Der Tag der letzten Schlacht. Dolor gegen Boyka. Der Kampfrichter kündigt den Beginn des Kampfes an. Die Kontrahenten kämpfen auf Augenhöhe. Keinem gelingt ein erfolgreicher Takedown und alle überraschenden Schläge werden geblockt. Dann verfehlt Boyka plötzlich einen Schlag auf den Kiefer. Ein Strom von Blut kommt zusammen mit dem Mundstück aus seinem Mund und die spöttischen Gesichter von Rizzo und seinen Komplizen schweben vor seinen Augen. Mit einem wütenden Schrei und neuem Elan stürzt sich Boyka auf seinen Gegner, bleibt aber hängen, als er versucht, den Kolumbianer von den Füßen zu stoßen. Dolor packt sein Bein und verdreht ihm das verletzte Knie. Und während sich der Mann unter unerträglichen Schmerzen windet, freuen sich Gaga und Farnati bereits auf ihren Gewinn. Doch Boyka gelingt es, sich aus dem Griff zu befreien. Aber es gelingt ihm nicht, den Kolumbianer anzugreifen. Dieser versetzt ihm einen Schlag nach dem anderen. Und als Boyka wieder aufsteht, stößt der Champion seinen gequälten Körper mit einem letzten Schlag aus dem Ring. Der Kolumbianer hebt siegessicher die Hände, während der Ringrichter bis 10 herunterzählt, um die Niederlage des Russen anzuzeigen. Vor Boykas Augen liegt ein Gefängnismob. Erinnerungen wirbeln durch seinen Kopf, darunter auch der Rat seines Freundes. Improvisieren, anpassen, überwinden. Mit letzter Kraft verbindet sich der Kämpfer sein Knie und steht auf, als der Countdown 8 erreicht. Boyka stoppt den Ringrichter und steigt wieder in den Ring. Das Publikum, das den Kolumbianer lautstark unterstützt, verstummt, und es herrscht absolute Stille in der Halle, die nur durch die Schläge Boykas unterbrochen wird, von denen einer den Kolumbianer an den Füßen haut. Jetzt bricht das Publikum in Jubel aus. Boyka! Boyka! Boyka!
und Herr Rizzo und seine Komplizen beobachten gespannt, was vor ihren Augen geschieht. Wieder auf den Beinen stürzt Dolor erneut, kommt aber wieder zu Kräften und macht sich bereit, Boykas Schwachstelle ein zweites Mal anzugreifen. Diesmal bricht er sich jedoch selbst das Schienbein am Knieblock des unangefochtenen Champions der Gefängniskämpfe. Gaga, der 5 Millionen Dollar verloren hat, droht Mr. Rizzo. Und der zwielichtige Fanatti kommt gleich zur Sache und stürmt in das Büro von Direktor Kuss, um ihn mit Kugeln an den Stuhl zu tackern. Mr. Rizzo taucht hinter ihm auf und Fanatti beschließt, sich zuerst um den Verbrecher zu kümmern. Daraufhin wird der dicke Mann selbst von Direktor Kuss in den Rücken geschossen. Der Direktor begibt sich zum Gewinner. Er teilt ihm jedoch mit, dass gemäß ihrer Vereinbarung nur ein Teilnehmer des Turniers freigelassen werden kann. Und da Boyka selbst den Amerikaner befreit hat, den sie nicht finden können, muss er in die Black Hills zurückkehren und wieder Toiletten putzen. Der Russe wird an die Grenze gebracht, wo er gerade erschossen werden soll. Aufseher Kuss nimmt diesmal selbst die Waffe in die Hand. Und während er den Moment der Vergeltung aufgeregt hinauszögert, erhält er eine Kugel in die Stirn. Ebenso wie alle Wachen, die ihm folgen. Turbo taucht unerwartet aus dem Hinterhalt auf und bringt seinen Freund zum in der Nähe versteckten Auto. Der überlebende Gaga, der fröhlich einen Burger isst, wartet dort mit einem Koffer voller Geld auf Boyka und erzählt ihm, dass er eigentlich alles auf seinen unangefochtenen Kämpfer gesetzt hat, der nun frei ist. Wie immer findet ihr den Namen des Films in der Beschreibung und in den Kommentaren lasst ihr uns wissen, auf wen ihr in diesem Turnier gesetzt hättet. Und vergesst nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächste fantastische Nacherzählung nicht verpasst.